So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr wisst aber auch eigentlich schon alle, was drin ist. Aber dazu kommen wir gleich. Jetzt erstmal kurz Dankeschön an alle, die gestern Abend da waren und bei dem Fisch-Event mitgemacht haben. Dasselbe werden wir heute fortsetzen, weil ich möchte einfach diesen blöden, mythischen Goldfisch haben. Gefühlt, wenn ich eben YouTube geguckt habe, alle Livestreams, jeder versucht diesen Fisch zu fangen. Ich glaube, gestern Abend, da hatten wir 12 Uhr, da hatten es in Europa 4 Stück geschafft, diesen Fisch zu fangen. Also das ist schon heftig mit diesem Fisch, wie man ganz einfach mit einer simplen Aufgabe ein komplettes Spiel beschäftigen kann. Klar, es muss nicht jeder mitmachen, um Gottes Willen, kann ich auch vollkommen verstehen, wenn euch das zu langweilig ist, aber ich habe ja schon von Anfang an gesagt, ich möchte diesen Fisch definitiv fangen. So, dann erstmal danke an alle, die gestern meinen Creator-Code eingetragen haben. Gruß geht da schon mal an alle neuen Unterstützer raus. Und als kleines Dankeschön wissen ja inzwischen die meisten, es wird wieder ein Gewinnspiel geben, beziehungsweise Verlosung, nämlich bei 2500 Abonnenten. Was musst du dafür tun? Abo dalassen, Glocke aktivieren, nicht für mich, sondern für dich, weil du siehst dann immer, wenn ich wieder live bin, wenn ein neues Video kommt und vor allem, wann die Skin-Verlosung ist. Weil wir wissen alle, jeder hat so seine 10, 20 YouTuber und schwupp ist ein Video verschwunden und irgendwann kriegst du es dann doch nicht mit. Und dann leider einen Tag oder zwei zu spät. So, ihr seht, wir haben zurzeit 0 Abonnenten. Nein, Quatsch. Die Anzeige spinnt da wieder ein bisschen rum. Ich schätze mal, im Laufe des Tages wird das Ganze wieder funktionieren. Wir sind derzeit kurz vor den 2000 Abonnenten, also wäre auch schön, wenn du mir da helfen könntest, dann die 2000 voll zu machen, in Anführungszeichen. So, was musst du noch machen? Eine Sache ist die wichtigste, nämlich, wie man hier schon sieht, Disputed hat es auch gemacht, ihr müsst mir bitte eine Freundschaftsanfrage schicken. An yt-family hack. Hat einen besonderen Grund, werde ich aber jetzt gleich im Shop selbst erklären. So, wie gesagt, einfach hier oben links Freunde hinzufügen, yt family hack, Abfahrt. So, jetzt gehen wir aber direkt mal rein in den Shop und ihr wisst ja, hier den Skin bekommt ihr, weil das auch wieder viele gefragt haben. Ganz einfach, ihr müsst alle Missionen machen, alle auf 100%. Und dann habt ihr halt diese Aufgabe mit besprühe eine grüne, gelbe, bla bla bla, Steilbrücke. Dann kriegt ihr diesen Skin. Aber ihr müsst natürlich die Missionen alle gemacht haben. So, jetzt gehen wir aber in den Item Shop. Und da ist er. Er ist doch günstiger als gedacht. Viele von uns haben ja gedacht 1500, aber 1200 ist natürlich ein netter Preis. Also 1200 für den Skin, der inzwischen diese Popali. Oh Gott, der Skin ist sehr bekannt durch Trimax geworden. Sprachfehler sind am frühen Morgen auch schon da. Wie gesagt, der Skin ist echt nice und hat inzwischen wirklich schon bald Kultstatus erreicht. Nur durch Trimax. Man kann es einfach wirklich so sagen, nur durch Trimax. So, dann haben wir hier drei verschiedene Stile. Sieht einfach inzwischen. Früher habe ich ihn gehasst, aber durch Trimax. Einer der geilsten Skins, die es gibt. So, dann muss ich euch ja kurz zeigen, wegen der Freundschaftsanfrage. Wenn zum Beispiel heute das Gewinnspiel wäre und ihr hättet jetzt gewonnen, dann muss ich ja hier drauf gehen, als Geschenk kaufen. So, ja, abgefuckt, in Anführungszeichen, hat ein bisschen blöden Namen. Aber kann erst ein Geschenk in einem Tag erhalten. Warum? Weil Epic Games einfach aus Sicherheitsgründen gesagt hat, die Leute müssen 48 Stunden befreundet sein, damit irgendwie Skins oder Emotes oder so verschickt werden können. Das ist halt der einfachste Grund. Deshalb gern Freundesanfrage rüberschicken, kostet euch nichts. Abo rüberschicken, kostet euch nichts. Und eventuell habt ihr sogar Glück und könnt einen 2000 V-Bucks Skin gewinnen. So, wenn wir aber an dem Tag nicht befreundet sind, ist das auch nicht schlimm. Ich schreibe mir deinen Namen auf, werde mich wieder bei dir melden und dann bekommst du den Skin halt 2 Tage später. Also da macht euch keinen Kopf. Das heißt nicht, dass ihr dann nie teilnehmen könnt, in Anführungszeichen. So, dann gucken wir direkt mal weiter im Shop. Was haben wir denn hier als Rücken? Ja, ist reaktiv und was macht der? Mal gucken, ob wir beim Stil irgendwas sehen.
Nochmal zurück. Lol. Ah ja. Aber irgendwie, was soll denn der machen? Vor allem irgendeiner hat mir doch gesagt, man kann sehen, was der macht. Finde ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber er hat auf jeden Fall eine Reaktivaktion an sich. Ich weiß nur nicht, was er macht. Ich denke mal, dass sie hinten anfangen zu singen oder so. Oder hoch und runter springen oder so. So, was haben wir noch drin? Dunkle Vorhut. Hat mir die nicht schon mal. Gott, ich sag ja, ich spiele eigentlich schon so lange Fortnite. Den Skin kenne ich nämlich auch, aber es gab doch immer diesen weißen Raumfahrer. Bei irgendeinem Battle Pass gab es da auch den weißen Raumfahrer. Und da würde ich, glaube ich, sogar fast behaupten, da habe ich den ersten Battle Pass gekauft. So. Aber der Skin ist nicht schlecht, um Gottes Willen. Aber ich glaube, durch diese Streifen da fällt man echt verdammt auf. Und ich glaube, den gab es auch mal halt, wie gesagt, mit grün irgendwas. Da habe ich nämlich auch immer gesagt, oh, der fällt bestimmt auf ohne Ende. So, dazu das passende Rückenaccessoire. Schön mit dieser Atmosphäre da quasi in der Box drin. Und der ist definitiv auch nicht schlecht. Und denkt dran, benutzt meinen Creator-Code. Ihr seht ja, er steht unten drunter. Mit diesem Kauf unterstützt du YT-FamilyHack. Wo könnt ihr das Ganze eintragen? Nämlich da unten, also hier unten rechts. Dann YT-FamilyHack. Wie gesagt, danke an alle, die gestern neu dazukamen. Gruß geht da schon mal auf jeden Fall an alle raus. Und natürlich danke auch an alle, die meinen Creator-Code benutzen. Weil dadurch sind halt auch diese Verlosungen möglich. Bedeutet, desto mehr Unterstützer, desto mehr Geld, desto mehr bekommt ihr auch wiederum zurück. So, was haben wir denn hier noch? Da haben wir einfach den großen Schluckus. Aber den hatten wir gestern schon drin. Also eigentlich brauche ich dem auch nicht mehr viel sagen. Ich habe ihn gestern persönlich auch nicht oft gesehen. Man guckt ja immer so in der Lobby ein bisschen rum, aber ich denke mal, viele spielen den nicht. Es könnte eigentlich sein, dass genau diese Skins irgendwann mal zu den seltenen Skins gehören. Ist nur so eine kleine Vermutung, weil sie halt nicht gespielt werden. So, das passende Rückenaccessoire. Ah, gibt es nicht viel zu sagen. Wie gesagt, hatten wir gestern schon im Shop. So, die Spitzhacke. Und dann die Tarnung. Erstmal Gruß geht da auch raus. Die habe ich nämlich gestern geschenkt bekommen. Erstmal auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank dafür. Also wie gesagt, wenn du mich auch beschenken willst, wir haben so eine Bestenliste. Wer so am besten, am meisten gespendet hat, ist natürlich kein Muss, um Gottes Willen, alles freiwillig. Aber wenn ihr mir zum Beispiel ein Geschenk schickt, auch Creator-Code nicht vergessen einzutragen. Ich sag's extra, weil ruckzuck hat man es wieder vergessen. Und dann hat man im Prinzip keinen unterstützt. So, was haben wir noch? Wir haben den Seestern. Aha. Wurde in Season 9 eingeführt. Die habe ich nicht mitbekommen. In Anführungszeichen wirklich so ein schöner Skin und ich habe ihn nicht mitbekommen. Ist zwar natürlich eher für Mädchen oder so, aber ich bin ja auch keine 12 mehr, wo ich sagen kann, ey, nee, das ist für Mädchen. Aber der Skin ist eigentlich an sich wirklich schön. Rückenaccessoires auch nice gemacht. Wirkt so, als würde man immer noch unter Wasser sein. Aber der ist schön. Schön. Soll ich es nochmal sagen? Der ist schön. So, dann haben wir die Krabbe. Das sind natürlich meine Emotes. Schön immer tanzen. Und dann haben wir die rote Tarnung. Ist denn die Tarnung irgendwie teurer geworden? Die Tarnung haben doch vorher immer 200 gekostet oder 500 oder nicht. Haben sie da wieder ein bisschen an Preis gespielt oder was? Aber eigentlich machen die das doch gar nicht. Sieht auf jeden Fall nice aus. Also auf dem Boot sieht es echt nice aus. So, was haben wir noch? Die Praiser. Ist auf jeden Fall ein schöner 800 V-Bucks Skin. Für 800 V-Bucks kann man den definitiv spielen. Nicht zu langweilig, man erkennt, es ist was anderes. Weil manche 800er Skins, seid mir nicht böse, aber die sehen aus wie No Skins. Wie ein Ben. Ganz einfach nur, wie als wenn du das Spiel installiert hast, fängst die erste Runde an und so ein Skin hast du dann. Aber der hier fällt definitiv auf, dass es ein anderer ist.
So, was haben wir jetzt noch? Oha, oha, oha. Das gefällt dem Papa doch. Ein Militär. Oh, die sieht echt geil aus. Im Militärlook mit Blubberblasen. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Vor allem die Blubberblasen. Hier sieht man es besser. Ich sage, die Animierung mag ich ja eigentlich nicht so, aber wenn die nur so langsam ist, dann ist es eigentlich nicht so schlimm. Das ist auch nice. So, wie gesagt, wenn, da habe ich doch glatt was vergessen. Wir haben noch den Weltraumland, das Weltraumlandegerät. Eieieiei. Dann das Shuttle. Das ist passiert mir selten, dass ich irgendwas vergesse. Ich meine, ist nicht schlecht, aber 1200 V-Bucks wert. Naja, ist ein bisschen teuer, würde ich sagen, dafür. So, jetzt sind wir aber durch. Wie gesagt, das ist der Shop heute im Livestream. Wir werden angeln, 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 angeln. Leider Gottes, aber ich will diesen blöden Fisch haben. Wie gesagt, gern ein Abo da lassen. Dann ein Like da lassen. Creator Code eintragen, Freundschaftsanfrage nicht vergessen, das sind so die wichtigsten Sachen, um mich zu unterstützen und selbst natürlich auch noch was zu bekommen. Und dann würde ich sagen, war es das halt mit dem Shop und wie gesagt, gebt nicht so viel Geld aus, es ist alles nur optisch und in dem Sinne sage ich jetzt einfach mal, haut rein.